Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 3 The Lost Artifact. Hier im Level Reunion und anscheinend wird diese Reunion mit der guten Sophia sein aus dem dritten Teil, die wir in London bekämpft haben, wo wir auch das Artefakt abgenommen haben. Und ja, wir haben im letzten Mal unser Artefakt, diese Hand in einen Mutanten eingesetzt und auf einmal sind wir hier in dieser Welt und ich bin einfach nur verwirrt, wo wir sind und warum wir hier sind und was das alles ist. Deswegen, ja, ich lasse es einfach passieren und wird schon. Och, war so klar. Sie ist einfach richtig gelandet und hat sich einfach ein bisschen rübergebackt. Nach links. Sie ist einfach zweimal gefallen. Beim ersten Mal ist sie getroffen. Beim zweiten Mal ist sie einfach dran vorbeigefallen. So, einmal hier nach unten. Das war so obvious. Alter Schwede, war das obvious. Diese Scheißkugel musste da liegen, einfach nur, um mir zu zeigen, hey, ich bin doch gerade schon einmal an dir vorbeigerollt, komm, jetzt bin ich nochmal. Und bumm, kommen die nochmal. Ich bin so verwirrt gerade einfach von diesem Level. Das ist ganz komisch. Ich fahre dann vorbei, ja, war klar. So, das zögert auch mir. Gut, dieses Geflüster im Hintergrund, ne? Ah, schön. So mag ich's. Ich bin einfach gerade so unfassbar verwirrt. Und ich frage mich auch gerade, wie ich da rüberkommen soll. Weil so wird es schon mal nix. Nope. Schade. Vielleicht, ich habe gedacht, vielleicht, dass ich vielleicht irgendwann mal auf magische Weise doch da lang kann. Aber nein. Gut, der ist irgendeinen radioaktiven Weg gegangen, da möchte ich vielleicht nicht lang gehen. Hier ist auch nichts. Warum starren die alle nach da oben? Da oben.
Vielleicht irgendwie kaputt machen. Ach, warte. Ah. I see. Da sind unsichtbare Plattformen, die man mit der Fackel sieht. Clever. Die Mutanten sind immer noch sehr verstörend. Was ist gerade passiert? Ich habe es nicht gesehen. Ich bin einfach runtergefallen direkt. Okay. Wahrscheinlich schneller als irgendwer sein. Ich lade da, speichere direkt mal. Ach. Ach, die ist zurück. Hey, da ist Sophia. Cool. Das war gerade erst gesehen. Kann ich bitte da mal drüber springen? Wieso laufe ich da nicht runter? Dass du wieder hier bist, Sophia, wer hätte das gedacht? Dich kriege ich noch ein weiteres Mal, mein Lieber. Das kannst du aber glauben. Du hast nicht getroffen. Ich aber auch nicht. Sieh mir die Schüssen nicht, ich mit meinem Sprung nicht. Das ist nachher lustig. Du triffst nicht. Just saying. Ich würde jetzt nicht so lachen, wenn ich nicht treffen würde. Achso, mit Wehren. Das scheiß Schutzschild. Springen kann sie echt nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber sie hat irgendwas verlernt beim Springen. Ey, jetzt hat mich, runtergekickt. Pff. War das gut, dass ich ihn getötet habe oder nicht? Das ist die Frage. Da ist irgendein Typ hinter ihr mit einer Fackel gewesen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass er noch lebt. Ich habe beim ersten Mal nicht getötet. Das war aber ehrlich gesagt eher ein bisschen aus Versehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mattert. Wäre... Ich weiß nicht halt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Was? Hier ist gerade ein Stein runtergefallen. Hä? Da war ich halt nicht mal. Ja, die sind, glaube ich, böse. Aber der hat mich nicht mal ansatzweise berühren können. So, gehe ich jetzt links lang, wo ein Totenkopf drauf war, oder gehe ich rechts lang, wo ein Totenkopf drauf war? Wir finden es heraus. Ich habe eine fucking Desert Eagle, ich habe keine Chance. Just saying. I mean, mit einem Schuss seid ihr tot mit der Desert Eagle, also, ne? Aber für real keine Chance. Alter, hör auf, so viel Schaden zu machen. Blöde Kuh.
Fackeln riskiere ich in mein Leben. Was soll denn das? Kann ja auch nicht sein. Schalter, nämlich lege ich direkt mal um. Ich kann, was das gebraucht hat, aber wird schon passen. So. Habe ich halt einfach noch für ihr ab? Ich glaube schon, ne? Kameraperspektive ist einfach der Schatz meines Lebens. Oh, diese Kameraperspektiven sind fantastisch. Ich muss zu dem Artefakt kommen, ich verstehe. Ich bin wieder so knapp an der Kante, ne? Was passiert hier gerade? Da kam ja gerade ein Meteor runter. Bin sehr verwirrt. Dieses Aufladen klingt immer so, als würde gerade von irgendjemandem der Magen total knurren. Vielleicht hat sie auch einfach nur Hunger. Vielleicht ist sie deswegen so angepisst. Mädel, ist gut. Du triffst mich nicht. Hör auf, die ganze zu schießen. Muss ich sie jetzt erschießen oder muss ich einfach nur wieder irgendwas aktivieren? Das ist die große Frage. Weil beim ersten Kampf gegen sie, dann mussten wir einfach nur den Strom aktivieren. Und das Wasser halt auslaufen lassen, damit sie halt im Strom steht. Achso, stimmt. Das heißt wirklich, jetzt bringt es irgendwas, sie abzuschießen. Warte. Ah, sie ist tot. Ja. Wie sie noch gedacht hat, bevor sie gestorben ist. Sie so, danke ein weiteres Mal für dieses Artefakt. Tor geht auf. Ich gehe. Tschüss. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin, was ich gerade mache, aber... Joa. Wo bin ich? Riesige Insel? Und ein Heißluftballon. Ach ja. Okay, mich holt erst ein Heißluftballon ab. Nice.
The End. Sehr schön. Ja, das war's mit Tomb Raider 3 The Lost Artifact und damit auch mit den DLCs zu den ersten drei Teilen und generell zu den Core-Design-Spielen. Zu den DLCs von den Core-Design-Spielen. Ein Core-Design-Teil fehlt uns ja noch, und zwar der sechste, mit einer meiner Lieblingsteile. Ich würde sogar sagen, mit auf dem ersten Platz. Zusammen mit Tomb Raider 2 auch der sechste Teil, Angel of Darkness. Und ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, der Teil hier hat mir, hier das Artefakt hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist auch sehr, sehr cool, dass das Ganze so abwechslungsreich war und man wirklich auch so viele Sachen machen musste. Und da fällt so viele verschiedene Orte gekommen ist und auch wirklich gesehen hat, wie sie diese Orte gewechselt hat und nicht einfach auf einmal random da war. Es ist nicht abgestürzt, so wie der erste Teil. Und es war halt relativ lang sogar. Ja. Final Statistics. Wir haben insgesamt 3 Stunden, 37 Minuten und 51 Sekunden gebraucht, haben 4 von 15 Secrets gefunden, 88 Kills gemacht, 2006 Schüsse verbraucht, 1596 Mal getroffen, 9 Medipacks insgesamt benutzt, also 9 große Medipacks insgesamt benutzt und Distance Traveled sind wir 18,84 Kilometer. Wundervoll. Und damit haben wir es nochmal komplett abgeschlossen. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich im sechsten Teil wieder und machen direkt mit Angel of Darkness weiter. Und ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und es waren deutlich keine Rages vorhanden, was ich sehr schön finde, anders als im ersten Teil. Gut, die letzten zwei Level waren doch ein bisschen sehr verwirrend, muss ich sagen. Aber, naja gut, es ist Tomb Raider. Da sind auch manchmal ein paar Sachen verwirrend. Ich meine, wir haben auch schon uns, das eine Element hatten wir aus dem Alien-Schiff, also, ne? Just saying. Aber gut, ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Das hat mir sogar echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und, ja. Vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Projekt wieder, hoffentlich, natürlich. Tomb Raider oder ein anderes Projekt, wir werden sehen, was ihr so guckt. Also Tomb Raider wird jetzt auf jeden Fall jetzt noch der sechste Teil auf jeden Fall kommen. Die ganze Reihe geht ja einmal durch, aber wer weiß, was noch für Projekte dazwischen kommen und so weiter und so fort. Also auf den anderen Aufnahmeslots. Hier wäre Schwachsinn, aber es ist spät. Ich bin da gut nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem weiteren Projekt. Bis dahin. Ciao.